Jens Kästner. Er ist Mitglied im Verteidigungsausschuss, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Er ist Mitglied im ersten Untersuchungsausschuss des Verteidigungsausschusses und stellvertretendes Mitglied des Parlamentarischen Versammlung der NATO. Und natürlich ist er Mitglied im Kreis- und Stadtrat in Nordrhein. Bitte. Ja, von mir auch schön. Guten Abend und ich bin begeistert, dass es draußen so ausgeleuchtet ist. Sie können davon ausgehen, wenn die Grünen dementsprechend hier noch weiter in Verantwortung kommen, hätten wir noch nicht mehr das, dass draußen Notstromaggregat dementsprechend läuft. Aber ich bin schon begeistert, dass man das noch hinkriegt. Mit Fackellicht. Ja, oder mit Fackellicht, genau. Das würde man ja eher uns zuschreiben, aber dann wären das ja dementsprechend die Grünen, die da draußen stehen. Ja, Sie haben es eben schon gehört, ich bin im Verteidigungsausschuss. Ich war 8 Jahre lang Soldat. Davon war ich ein Jahr meines Lebens in Kosovo, 99, kurz nach dem Einmarsch, und 2002. Ansonsten war die Garnison Stadt Braunschweig. Die Kasernen gibt es jetzt nicht mehr, so wie es viele andere Kasernen in Deutschland auch nicht mehr gibt. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was soll man als Soldat anderes im Bundestag machen als im Verteidigungsausschuss? Und da bin ich nun, da wirke ich nun mit. Und mit meinen anderen 4 Kameraden, also wir sind insgesamt 5 Personen im Verteidigungsausschuss, alle haben gedient. Wir haben zusammen eine Dienstzeit von 34 Jahren. Das ist mehr, als die anderen Parteien alle zusammen auf die Waage bringen. Also damit sehen Sie mal, welche Expertise die AfD dort auf den Hof bringt, aber auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Ja. Was können Sie mich heute Abend fragen? Sie können mich alles fragen, schwerpunktmäßig. Sie erinnern sich, Afghanistan, Strux sagte, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Das war damals falsch, das ist heute noch falsch. Da befinden sich immer noch deutsche Soldaten. Momentan der gefährlichste Einsatz Mali in Westafrika. Das ist ein ordinäres französisches Problem. Da geht es nicht um deutsche Interessen. Da können Sie mich auch gerne dazu fragen. Sie dürfen mich auch gerne zum Kosovo fragen. Das war ja ein völkerrechtswidriger Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Das erste Mal wieder, dass deutsche Soldaten in einen Kriegseinsatz geschickt worden sind. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Es waren die Roten und die Grünen, die uns dahin geschickt haben, die auch mich dahin geschickt haben. Und damals war ich als Soldat noch in dem Glauben, wir sind eine Parlamentsarmee und unsere Politiker gehen verantwortungsbewusst mit ihren Soldaten um. Heute weiß ich, nachdem ich tieferen Einblick in viele andere Sachen habe, das haben sie damals nicht getan. Ich bin tief enttäuscht von der damaligen Führung und natürlich auch von der heutigen unter Merkel. Und Sie dürfen mich auch gerne was zu Frau von der Leyen fragen, die ja unsere Verteidigungsministerin war. Übrigens die schlechteste in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das Gegenstück dazu hat mein Kollege Armin Paulus Hampel, der hat den Herrn Maas, das ist der schlechteste Außenminister, aber da wird er bestimmt nachher... Ja, aber ganz bestimmt. Dazu können Sie mich was fragen. Wir haben jetzt Frau Kramp-Karrenbauer, aber glauben Sie nicht, dass sie diesen Job bekommen hat, weil sie so viel Expertise hat und viel mehr weiß als ihre Vorgängerin. Nein, Sie wissen alle, diese Dame soll Kanzlerin werden. Sie ist Parteichefin der CDU. Sie brauchte dementsprechend einen Platz im Kabinett, also einen Ministerposten. Also schiebt man sie dementsprechend auf den Posten der Verteidigungsministerin. Aber sie kann genauso wenig wie ihre Vorgängerin. Sie macht starke Ankündigungen, wie viel sie davon umsetzen kann. Das werden wir mal sehen. Wir werden sie an ihren Taten messen, nicht nur an ihren Worten. Und da bin ich etwas kritisch. Ja, es wurde schon angesprochen, es gibt den Untersuchungsausschuss. Frau von der Leyen muss ja dort Rede und Antwort stehen und viele, viele andere Leute auch, denn sie haben es durch die Presse verfolgt. Im Wendlerblock in Berlin gehen mehr Berater ein und aus als Soldaten in Uniform. Das ist so. Und Millionen, also 100 Millionen Verträge, alles zusammen wurden dort vergeben. Das haben wir der ehemaligen Staatsministerin Frau Suda zu verdanken, die von McKinsey kam und dann dort ihre ganze Apanage mitgenommen hat, die mittlerweile in ganz anderen Beraterfirmen waren und die haben sich alle die Taschen vollgesteckt. Und es gibt dort auch einen General und... Ich sage mal, das wird auch ein bisschen zwiespältig gesehen. Natürlich wird in diesem Ausschuss auch gemauert. Und der hat dann mal eben so gesagt, warum er denn jetzt der Taufpate von einem dieser hochrangigen Berater geworden ist. Ja, der eigentliche Taufpate wäre ausgefallen, da hätte man ihn gefragt und der hätte das dann gemacht. Nur dieser General, dementsprechend der Abteilungsleiter, hat dann auch millionenschwere Aufträge vergeben. Ne? Also Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ne? Aber es wird natürlich gemauert, dazu können Sie mich gerne was fragen. Fragen Sie mich zu der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, die nicht mehr gegeben ist. Sie haben es vielleicht gehört. Je nachdem, in welcher Gefechtsart, Angriff, Verteidigung oder Verzögerung, das erfragen wir gerade mit einer kleinen Anfrage, wie viel Munition die Bundeswehr überhaupt hat, wenn wir uns denn verteidigen müssen oder wofür wir aufgestellt worden sind, gemäß Grundgesetz 87a Absatz 1, der Bund stellt Streitkräfte der Landesverteidigung auf. Momentan wissen wir haben für einen Tag noch Munition, um uns quasi zu verteidigen. Und wer vielleicht früher noch zur Zeit des Kalten Krieges gedient hat, wir haben noch ganze 80 Kilometer Minensperre, die wir verlegen können. Jetzt können Sie sich überlegen, welche Bereiche man da dementsprechend sperren
erklären kann, aus welcher Himmelsrichtung der Feind auch kommen mag. Dazu können Sie mich was fragen und dann abschließend. Wir haben zusammen mit dem, oder unser Arbeitskreis Verteidigung hat hier und zwar die Streitkraft Bundeswehr herausgebracht und hier haben wir zusammengefasst, was man machen muss, was man tun muss, damit unsere Streitkräfte dementsprechend wieder wehrhaft werden, dass wir unser Land wieder verteidigen werden. Und wissen Sie, was die FAZ 2 Tage nach unserer Pressekonferenz geschrieben hat? Die AfD möchte zurück zur Wehrmacht. Ja? Was sollte man da dementsprechend noch anderes erwarten? Und festgemacht, ganz besonders hat man das an einem Begriff, denn wir haben hier in unserem Pamphlet dementsprechend gefordert, der deutsche Soldat muss wieder bereit sein zum bedingungslosen Kampf. Ja? Also was muss er denn sonst sein, wenn er sein Land verteidigen will, als bedingungslos zu kämpfen und im schlimmsten Fall sogar für sein Land zu sterben? Und da sehen Sie mal, wie verrückt und wie krux unsere Welt geworden ist, dass man schreibt, wenn man so eine Forderung hat, die AfD möchte zurück zur Wehrmacht. Also komplett dummes Zeug. Fragen Sie mich zu dem ganzen Themenbereich gleich etwas, wenn ich dran bin, löchern Sie mich und dann wäre ich auch schon durch mit meinem Paar. Dankeschön. Jens, komm bitte nach vorne. So, ich bin da. Bitte um Fragen. Da hinten, letzte Reihe. Was halten Sie von der neu einzuführenden, das ist mein Anführungszeichen, Wehrpflicht? Sind Sie dafür? Sind Sie dagegen? Sollten alle, also Männlein und Weiblein, dazukommen? Oder schlagen Sie das ganz aus? Und divers. Was Sie jetzt wahrscheinlich meinen, ist die Dienstpflicht. Weil die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Ja, das meine ich. Genau. Die Wehrpflicht wurde ja nur, genau, die Wehrpflicht wurde ja nur ausgesetzt, sie wurde ja nicht abgeschafft. Wenn man sie jetzt wieder einsetzen will, das steht ja auch so in unserem Programm, reicht eine einfache Mehrheit im Bundestag. So, und ja, dann selbstverständlich brauchen wir die Wehrpflicht wieder. Denn die Wehrpflicht hilft uns dabei, wieder aufzuwachsen. Im Verteidigungsfall müssen die Soldaten ja irgendwo herkommen. Wenn wir den nicht haben, wie sollen die Reservisten aufwachsen? Wie soll das Reservekorps aufwachsen? Wie sollen unsere Truppen sich aufstellen, wenn wir keine Wehrpflicht haben? Noch ein weiterer positiver Effekt ist, ich knack hier, weil ich zu nah dran bin oder zu laut, ist, dass dann unsere Truppe auch endlich wieder in der Gesamtheit da ist. Jeder von Ihnen oder viele Gesichter sehe ich hier, die ein bisschen älter sind, die haben ja noch gedient. Und jede Familie hat ja auch Soldaten gehabt und die waren auch vor Ort, die waren präsent in der Gesellschaft. Und heute ist es ja so, dass das gar nicht mehr so ist, wenn Sie die einzelnen Standorte nehmen. Wir haben jetzt hier vielleicht noch in Celle die Immelmann-Kaserne, wir haben Wilhelmshaven noch die Flottille dementsprechend, aber wir hatten ja früher viel, viel mehr Standorte. Ich weiß noch, bei mir in Nordheim hatten wir ein Jägerbataillon, das gibt es nicht mehr, in Osterode hatten wir Züge. In Osterode hatten wir die Rommelkaserne, da hat man das dementsprechend auch gesehen. Also es ist auch wieder wichtig, um die Bundeswehr auch wieder in der Gesellschaft zu verankern. Also von mir aus, aber auch von unserer Partei, weil es auch in unserem Programm steht, ein ganz klares Ja für die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Wenn Sie sich mit Menschen dann unterhalten, dann sagen die, ja, wie wollt ihr das denn machen? Ihr habt doch gar keine Kasernen mehr, ihr habt keine Liegenschaften mehr, ihr habt doch gar nicht mehr die Strukturen, um die Wehrpflicht wieder einzusetzen oder um die Wehrpflicht wieder hochzufahren. Da antworte ich immer mit einem ganz einfachen Beispiel. Wenn ich weiß, dass es zu Hause brennen wird und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es brennt, dann mache ich nicht die Anschaffung eines Feuerlöschers davon abhängig, ob ich 1,50 € im Portemonnaie habe oder ob ich gerade Platz hinter der Tür habe. Wenn ich weiß, dass es brennt, brauche ich diesen Feuerlöscher. Und wir sind am Rande der Verteidigungsfähigkeit. Ich hatte es am Anfang, wo ich mich hier vorgestellt habe, angesprochen. Wir sind nicht mehr verteidigungsfähig. Wenn jetzt jemand kommt und unser Land überfällt, einfacher als jetzt war es nie. Auf dem Papier haben wir 205.000 Soldaten oder sollen wir 205.000 Soldaten haben, aber in der Realität reden wir von 186.000 Soldaten. Am Ende des Kalten Krieges, also 1989, 90, haben wir 500.000 Mann unter Waffen gehabt, plus 250.000, die wir noch in der NVA dementsprechend hatten, die wir dann abgewickelt haben. Und wir sind jetzt so weit abgesackt, bis jetzt auf 200.000, respektive 186.000. Und 2000, der Doktor ist an den Herrn zu Gutenberg, der hat damals die Wehrpflicht ausgesetzt. Und das war ein ganz, ganz fataler Fehler und die anderen Parteien haben das alle mitgemacht. Und dann möchte ich Ihnen noch was dazu sagen, gerade zu dieser Person von und zu Gutenberg. Das ist jetzt gar nicht lange her, ich glaube ein, zwei Monate, da hat er sich unter anderem in der Presse geäußert. Er hätte das ja gar nicht gewollt, dass man die Wehrpflicht aussetzt. Das wäre Frau Merkel gewesen und sie hätte ihn ja genötigt und gedrängt. Da muss ich Ihnen nur sagen, das ist nicht nur feige, sondern das geht überhaupt nicht. Wenn ich ein deutscher Minister bin und weiß, dass so etwas Einschneidendes gefordert wird, dann stelle ich mich dagegen und wenn ich mit meiner Forderung nicht durchsetzen kann, wenn ich weiß, dass das falsch ist, dann trete ich zurück. Also er hat nicht nur Plagiate verbreitet, er ist auch noch ein Feigling, dieser Herr von und zu gut. Ja.
meint die Dame denn? Eine Frage zum Kosovo. Wir wissen ja, es begann mit einer Lüge. Das ist mal kurz deine Einschätzung zu damals und zum jetzigen Zustand haben. Es ist ja letztendlich kein Frieden eingekehrt dort, nicht wirklich. Ja. Also ich habe es ja anfangs schon gesagt, ich bin 1999 in das Kosovo eingezogen. Wir haben quasi die Kameraden herausgelöst, die damals über Griechenland, Mazedonien in das Kosovo eingerückt sind. Die waren, glaube ich, 1,5 Monate da und dann sind wir gekommen als Kontingent. Und ich bin damals wirklich, ich sage das ja, in dem guten Glauben dahingegangen, dass wir etwas Positives, dass wir etwas Gutes tun. Und ich habe damals auch die Berichterstattung gesehen, ich habe damals auch die Zeitungsartikel gesehen, die Herr Scharping hochgehalten hat, das Massaker von Rugova, wo die Albaner und die Serben dort gezeigt wurden und die Propaganda, dass man in Pristina in dem Stadion dort die Menschen zusammengetrieben hätte. Und Joschka Fischer hat sogar von einem neuen Auschwitz gesprochen. Und das ist natürlich ein Vokabular, wenn man damit an die Deutschen herangeht, dann bereitet man die Deutschen auf einen Krieg vor. Und genau, es begann mit einer Lüge und genau mit diesen Lügen hat man die deutsche Bevölkerung darauf vorbereitet, dass das erste Mal, ich sagte es ja schon, nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Soldaten wieder in einen Kriegseinsatz gegangen sind. Deutsche Tornado-Piloten haben quasi die Luftabwehr ausgeschaltet, danach sind die nächsten Wellen gekommen, der Franzosen, der Briten und der Amerikaner, und haben versucht, die serbischen Streitkräfte platt zu bomben. Und ich möchte dazu noch etwas sagen. Es wird ja immer gesagt, die Serben hätten den Krieg verloren. Nein, die Serben haben nicht den Krieg verloren. Die Serben haben den Krieg der Bilder verloren. Wenn durch Armin Paulus Hampel, wo ist er jetzt? Wahrscheinlich wieder draußen. Waren wir zusammen in Serbien, wurden dort eingeladen. Und mich hat man auch als ehemaligen Soldaten gebeten. Ich habe da auch 3 Fernsehauftritte gehabt. Ich war auch bei der Presse, weil die Serben meine Meinung wissen wollten. Und ich sage ganz klar immer noch, das Kosovo gehört zu Serbien. Das ist immer noch serbisches Mutterland. Bestrebungen wären, und dann würde man jetzt sagen, man nimmt uns Bayern weg oder Baden-Württemberg. Würden wir dann so ruhig sitzen bleiben und Däumchen drehen und sagen, dann ist das jetzt schon hier. Vielleicht bei den Bayern da, die Leute würde sagen. Aber ich will damit sagen, als Soldat bin ich mit Enthusiasmus in diesen Einsatz gegangen und habe auch wirklich geglaubt, ich helfe den Menschen da vor Ort. Heute weiß ich aber mit den Informationen, die ich habe, dass es nicht so ist. Wir haben die Serben dort damals beschützt, sei es in Urarovec, in Prizren, Velika Hoca, das ist ein kleines Dorf. Stellt sich das vor wie bei Asterix und Obelix. Außenrum stehen die Römer und in der Mitte sind die Gallier, das waren damals die Serben. Und wir haben die beschützt, dass von den Albanern dort keine Übergriffe stattfinden. Und wenn sie da lang gefahren sind, sie haben verbrannte Häuser gesehen, dann waren das meist Häuser von Serben, und die Albaner wollten verhindern, dass die Serben zurückkommen. Also was macht man? Man brennt die Häuser nieder. Ja, wir waren meist immer erst da, wenn alles schon vorbei war. Sie sehen also daran, der Plan der Albaner, der Kosovo-Albaner war, die wollten dieses Kosovo für sich haben. Und die UÇK war ja bis vor 1999 bei den Amerikanern noch als Terrororganisation geführt. Und dann quasi über Nacht ist das gekippt und dann war es die glorreiche Befreiungsarmee, die man auf einmal unterstützen muss. Und wenn Sie heute in das Kosovo fahren, da können Sie Urlaub machen, die kosovarische Diaspora, die in Deutschland lebt, die fährt da immer runter im Sommer, feiern ihre Hochzeiten, bringen ihr Geld damit, dann sehen Sie auch Statuen von Madeleine Albright und von Clinton. Das sind die Verantwortlichen, die diesen Krieg damals mit vorangetrieben haben. Und wir Deutschen haben es besser gewusst. Scharping, Fischer, Sie erinnern sich noch auf dem Parteitag, wo er diesen Farbbeutel abbekommen hat und wo er noch in die Menge gerufen hat. Und Milosevic, wollt ihr wohl den Friedensnobelpreis geben? Also selbst die Grünen, die ja mal als Friedenspartei angetreten sind, haben sich damals selbst verraten. Und ja, dieser Krieg war völkerrechtswidrig. Und was man jetzt dort geschaffen hat, man hat die Ethnien getrennt, aber man hat bis heute keine politische Lösung gefunden. Die gibt es einfach nicht. Man hat einfach die Ethnien getrennt. Wir waren einfach dort, um die Ethnien zu trennen, aber politisch hat im Hintergrund nichts, überhaupt nicht stattgefunden. Deswegen ist die Lage immer noch, wie es ist. Und die Serben werden vermutlich, ich sage vermutlich, fordern, dass der nördliche Teil Mitrovica, wo immer noch die meisten Serben wohnen, dass der zu Serbien zugeschlagen wird und der Rest geht an die Kosovaren. Und dann hört man ja heute aus Albanien schon wieder Stimmen. Wir wollen das Groß-Albanien. Also das heißt, es wird irgendwann die Zeit kommen, dass Albanien mit dem Kosovo zusammengeht, um ein groß-albanisches Reich wieder zu haben. Und wir haben uns an diesem Krieg, an dieser unrechten Geschichte beteiligt, und heute weiß ich, dass es vollkommen falsch war, und ja, und ich schäme mich für die Politiker, die uns das damals verkauft haben, die uns auch in diesen Einsatz geschickt haben. Ja, bitte, die Dame bitte. Wie ist das eigentlich? Es sind ja viele Soldaten nach Afghanistan gekommen, auch deutsche Soldaten. Und viele sind dort verletzt worden und haben posttraumatische Störungen. Werden die jetzt vernünftig zu Hause behandelt oder ist das immer noch
werden die weggeschoben, hätte ich fast gesagt. Also kriegen keine vernünftige Unterstützung. Ja, ich möchte erstmal grundsätzlich sagen, wir müssen auf unserer Sprache arbeiten. Also als allererstes, seitdem der erste deutsche Soldat afghanischen Boden betreten hat, war schon klar, dass dieser Krieg, und das war von Anfang an ein Krieg, dass der verloren ist. Es hat ja wirklich Jahre gedauert, bis man diese Begrifflichkeit Krieg benutzt hat. Und es sind ja nicht nur Menschen an der Seele verletzt worden, also es sind nicht nur posttraumatischen Belastungsstörungen, die Sie hier ansprechen, sondern es sind ja auch Soldaten verwundet worden und sie sind getötet worden. Also wenn Ihnen jemand erzählt, die wurden einfach verletzt und sind umgekommen oder umgebracht worden, dann halten Sie bitte immer dagegen, die sind verwundet worden und die sind gefallen. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir hier auch auf diesem Gebiet die Sprache für uns zurückholen, denn in einem Krieg werden sie verwundet und deutsche Soldaten fallen. Jetzt komme ich zu der wesentlichen Aussage. Seit dem Afghanistan-Einsatz, das sind schon 14, 18 Jahre, und davor gab es ja auch schon Einsätze, Somalia und in Asien waren wir und ähnliche Bereiche, und posttraumatische Belastungsstörungen treten ja nicht von heute auf morgen auf. Ja? Die treten viel, viel später auf, dass die Menschen merken, ich habe Schlafstörungen, ich kann mit meiner Familie nicht mehr umgehen, ich kann gewisse Räume nicht mehr betreten. Manche Kameraden gehen nicht mehr über freie Flächen, weil sie Angst davor haben, dass da Minen liegen oder Ähnliches, weil die so durch ihren Einsatz konditioniert worden sind. Ne? Hebe nichts auf, was du nicht selbst hingelegt hast, verlasse nie befestigte Wege und Ähnliches. Und das hat sich eingebrannt. Und die Bundeswehr bzw. die Bundesregierung kümmert sich, ja, das tut sie, aber immer noch viel, viel zu wenig. Da ist zwar viel angelaufen, aber man hat es wirklich jahrelang und jahrzehntelang verschleppt. Und wir sagen heute noch, da muss viel, viel mehr Geld rein, da muss sich noch viel, viel mehr gekümmert werden um diese Soldaten, um diese Kameraden, die da dementsprechend vor Ort waren und ja auch immer noch sind. Wir sind ja immer noch in Afghanistan, wir sind in Mali. In Mali wird dasselbe passieren wie in Afghanistan. Heute weiß man schon, dass dieser Einsatz auch schon gescheitert ist. Man kann dieses Land nicht befrieden, man wird den Terrorismus vor Ort nicht bekämpfen können. Dieses Land ist 4-5-mal so groß wie Deutschland. Und dementsprechend spricht man ja heute auch schon von der Afghanisierung des Einsatzes. Also dort werden dieselben Fehler gemacht wie damals in Afghanistan, aber die Altparteien sehen es nicht, die schicken unsere Soldaten immer wieder. Wir sind die Einzigen, die diese Einsätze ablehnen. Aber nochmal abschließend, ja, es wird etwas getan, aber immer noch viel, viel zu wenig. Und wir haben uns da als Anwalt für unsere Soldaten positioniert, weil wir dementsprechend alle selbst gedient haben. Und wir arbeiten stark darauf hin, das immer mehr zu verbessern, was die Betreuung gerade bei den posttraumatischen Belastungsstörungen angeht. Weil, wie gesagt, es trifft erst viel, viel später auf, und da muss man für die Menschen da sein und auch für die Familien da sein. Früher war es nur für die Soldaten, aber nicht für die Angehörigen. Und das muss da auch alles mit eingebettet werden. Also da ist noch viel, viel zu tun. Bitte, der Herr ganz hinten rechts. Eine rein technische Frage, und zwar woran oder wie genau wird beispielsweise errechnet, dass wir 20 Hubschrauber oder Kampfhubschrauber brauchen oder dass wir, keine Ahnung, 2 U-Boote brauchen. Der umgekehrte Fall als praktisches Beispiel ist mal sehr dramatisch. Wir haben nur noch 2, aber dabei weiß ich gar nicht, wie viel wir eigentlich brauchen. Mal als Beispiel. Ne? In welchem Fall, so eine zweigeteilte Frage. Das heißt, wie wird das überhaupt ermittelt? Dann gibt es zum anderen noch einmal, und zwar eine sogenannte, ja, wie ich das jetzt darauf sagen, ist die Verteidigungsbereitschaft hergestellt, die Verteidigungsfähigkeit oder nicht? Und wenn sie nicht ist, muss es ja gemeldet werden in dem Sinne. Wir haben jetzt im Prinzip, oder Sie haben jetzt eine sehr kleine Personenzahl genannt, das betrifft ja auch Material, wie wir aus Medien haben. Wie sieht da tatsächlich jetzt aktuell die Verteidigungsfähigkeit aus und wie wird das gemessen? Wie lange müssen wir uns verteidigen? Wie viel Munition brauchen wir? Und so noch 15 Sekunden. Ich fange jetzt einfach von hinten an, weil Sie so viele Fragen oder so viel, dass ich den Anfang schon vergessen habe. Deswegen haken Sie doch mal ein. Zu der Munition, das ist ja durch die Presse gegangen. Dadurch sind wir auch aufmerksam geworden. Da wir ja keine Regierungspartei sind, haben wir keinen direkten Zugriff, dass die Ministerin uns was erzählt, dass wir mal eben in den Wendlerblock fahren können oder zum Staatssekretär Tauber, den ich persönlich sehr, sehr schätze. War jetzt ein Spaß. Ja. Und, also erfahren wir das nicht, aber wir haben das angefragt. Aber aus der Presse ist es schon ersichtlich, dass unsere Munition nur für einen Tag reicht. Und wir haben jetzt zum Beispiel gefragt in einer kleinen Anfrage, die Antwort sollte noch vor Weihnachten kommen, wie es denn in den einzelnen Gefechtsarten aussieht, also Angriff, Verteidigung und Verzögerung, weil für alles brauchen sie dementsprechend Munition, sei es Panzermunition für die Hubschrauber 762 und Ähnliches. Aber gehen Sie mal davon aus, dass es wirklich nur für einen Tag
Und wir wollen erfragen, wie das aufschlüsseln ist. Viel, viel zu wenig. Normalerweise müsste man sagen, es müsste für mehrere Wochen sein. Ich möchte noch mal ganz kurz da einhaken. Es ist auch so, dass wir Deutschen gar nicht mehr in der Lage sind. Es gibt, glaube ich, noch ganze zwei Betriebe in Deutschland, die in der Lage sind, Schwarzpulver oder zumindest Treibmittel für Munition herzustellen. Und alles andere gibt es nicht mehr. Und wenn Sie jetzt KMW, Wegmann und Ähnliches sehen, und bei den fliegenden Objekten sieht es ganz anders aus, wir Deutschen wären alleine gar nicht mehr in der Lage, etwas zu erforschen, zu entwickeln und letztendlich auch zu bauen. Also es wird immer versucht, dort ein großes Konsortium zu bilden. Da sieht es schon mal schlecht aus. Dann ist das Beschaffungswesen sehr marode durch das BAAINBw, wo quasi alles reingeht, wo quasi gemeldet wird, wir brauchen das und das. Und dann rechnen die aus, weil sie gefragt haben, wie viel brauchen wir. Das gibt übrigens das Weißbuch vor. In dem Weißbuch wird vorgegeben, wie sieht die Weltlage aus, wie sieht die strategische Lage aus, wie müssen wir uns ausrichten. Und davon leitet die Regierung, also nicht wir, die Opposition, ab, was gebraucht wird. Also das kann ich Ihnen nicht genau sagen, das macht die Regierung, nach welchen Maßstäben. Aber das geht aus diesem Weißbuch hervor, aus der großen Lage. Und davon leiten die ab, wo wir dementsprechend hinwollen. Nur mal um zur Beschaffung zu kommen. Es wird jetzt zum Beispiel festgelegt, wir brauchen einen neuen Panzer. Welche Voraussetzungen soll dieser Panzer erfüllen? Was soll er alles haben? Das wird jetzt alles geplant, dann geht es in die Planung, dann geht es in die Berechnung und dann geht es letztendlich in die Bestellung. Dann kommt es nochmal zurück, können wir nicht leisten, wir brauchen mehr. Und zwischen diesem Prozess, wo man das erste Mal einen Stift in die Hand nimmt und dann der erste Panzer quasi aus dem Werkshof fährt, da vergehen in der Regel, je nachdem welches Projekt Sie haben, 12 bis 15 Jahre. Und jetzt war es das aber. Ja, und jetzt können Sie sich ja vorstellen, nach 15 Jahren ist dieser Panzer nicht mehr up to date, sondern die militärische oder technische Entwicklung geht ja auch weiter. Und jetzt wurde mir das Wort abgeschnitten, müssen Sie mir nachher nochmal fragen. Es gibt nachher nochmal einen großen Runde. Es gibt nachher nochmal eine große Runde, da stehen hier alle vorne. Jetzt kommt Thomas Ehrhauer nach vorne. Bitte.